Guten Morgen, ihr Lieben. Los, es ist 8.30 Uhr. Der Roy hat heute frei. Macht sich jetzt fertig. Ich habe hier gerade die Liste geholt. Den Speiseplan und schreibe ich gleich die Einkaufsliste. Wir fahren jetzt nämlich einkaufen. Habe ich mich jetzt wiederholt? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall muss ich noch die Küche aufräumen. Ken ist schon fertig. Ja, ich muss die Küche aufräumen. Das sieht aus wie im Schweinestall. Hier haben wir gestern Kuchen gebacken, Selterskuchen. Da habe ich euch bei Instagram gepostet, das Rezept. Und ich glaube auch ein Video, genau. Also nicht mehr Selinas Kanal, sondern jetzt Roys Kanal. Genau, ihr habt es mitbekommen. Ich verlinke euch das Infovideo in der Infobox, dann könnt ihr noch mal gucken, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und ich räume jetzt schnell auf. Wir suchen im ganzen Haus nach der Schnullerkette. Wir haben schon oben, ganz oben gesucht. Wir finden die blöde Schnullerkette nicht. Oh Mann, wo ist die? Wir müssen, glaube ich, noch eine besorgen, Mausi. Die ist ja von anderen Schnullern. Hast du sie? Nice. Oh, super. Hier, geh mal los. Dann bleibt der Schnulli halt hier. Sei ruhig. Ja, wir haben schon versucht mit der anderen Schuhkette zu spucken. Und den anderen Schuhi mag sie nicht und spuckt sie gleich wieder aus, der da dran passen würde. So, mein Einkaufszettel. Mach ich mal rein. Leonie schäkert hier mit Opis. Hm? Der neue Freund. Papa ist da. Das ist irgendwie total leer, wenn man früh geht, so gut. Couscous nehme ich mit. Wo ist denn der? Ah, das ist der, oder? Das ist eine andere Verpackung auch. Ja. Was denn? Willst du raus? Nein, nein, es geht nicht, mein Schatz. So, was brauchen wir hier noch? Hier brauchen wir nichts. Wir suchen mal den Papa. Wo ist der Papa? Spaghetti nehme ich mal mit. Spaghetti. Ich habe übrigens die kleine Kamera vergessen für den Live-Protokoll. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich nehme euch hier ein bisschen mit. Hier sind Nudeln im Angebot, 79 Cent. Aber ich glaube, Nudeln haben wir genug. Roy hat hier irgendwas Spektakuläres gefunden. So einzeln verpackt für 95 Cent. Eine Wurst. Super. Eine Wurst. Und hier noch sowas. So Frikadellen. Keine Ahnung, was das ist. Und ich habe hier zum ersten Mal gesehen, dass es vegetarische Fleischsalate gibt. Mal ausprobieren. Mausi. So, ich gucke jetzt mal nach einer günstigen Schnullerkette, aber ich glaube, ich brauche auch Tüten mit Griff. Hatten wir nämlich gestern die letzte. Ich war zwar beim Rossmann, aber habe nicht dran gedacht. Gibt es denn hier die günstigen? Gibt es hier günstige überhaupt? Da oben. So 50 Liter. Ach, hier. Hier. Sind die mit Griff? Ja, die sind super. Die nehmen wir mit. Jetzt schauen wir mal nach einer Schnullerkette, mein Schatz. Was gibt es hier Schönes? Ja. Da gibt's doch so Zeug. Dann guck's gleich mal. Hier. Ah, hier. Haben wir Glück gehabt. Da sind so günstige wie beim DM. Da nehme ich eine mit. Und die gleichen sogar. Gibt's auch in rosa. Guck mal durch. Da gibt's Türkis. Türkis. Nur Türkis gibt es, dann immer Türkis. Eine Zuschauerin hat mich gefragt, was für ein Waschmittel ich benutze. Das da. Und das gibt es ja beim Rossmann nicht, deswegen nehmen wir das heute hier mit. 5,99 ist halt etwas kleiner, aber ist nicht so schlimm, wie ich das finde. Gibt es ein Angebot? Roy sagt, lass stehen. Da ist wohl was im Angebot. Moment, wir gucken mal zusammen. Wo? Hier vorne hast du über 30 Wäschen für 6,99. Ja, aber, da vorne. Sehr gut. Da 100, ist es. 100 Wäschen. Sehr, das große. Kostet nur 1 Euro mehr.
Nee, 2 Euro. Trotzdem lohnt sich, weil das hält ja ewig. Gibt's auch in flüssig. Ja. Und das riecht so erfrischend, das ganze Haus riecht danach. So, wir haben jetzt 2 Schnullerketten mitgenommen. Wow. Und wir haben noch, da hing noch Nip daneben, habe ich gar nicht gesehen, da gab es Rosa. Habe ich beide mitgenommen. Was hat denn der Papa dir gegeben? Eine Ente. Willst du das mitnehmen? Mach die Kuh. Kostet es? Schatz. Ja? Ich guck, was es kostet, aber ja. Das ist für den Papi nicht. Komm, musst du ja mitnehmen, weil sie zum Ende waschen, weil ich nehme ja immer unsere Seife. Und? 2,95 Euro. So teuer. Ja. Was für mein Baby. Ja. Super. Dann nehmen wir es halt. Hast du mal eine Handtasche weniger, dann haben wir es wieder drin. So. So viele Handtaschen habe ich hier nicht. Hier rohrfrei. Hast du gesehen? Hallo. Gibt's was Neues? Vater. Rohrfrei. Ich mache nur Backpulver rein, Schatz. Hast du Backpulver gekauft? Wir haben genug. Ach so. Das ist... Heute ist die Luft richtig schön. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Perfekt. Okay? Heute ist es voll gut. Schöne Luft. Ja, jetzt bist du da, jetzt ist die Luft nicht mehr schön. Kannst du die Schnullerkette aufpacken? Nein. Machen wir gleich dran, weil sie schmeißt es gleich wieder. Ich kenne sie. Hier gab es übrigens Croutons mit Pinienkerne. Für 45 Cent. Da steht ihr wisst drauf, ja, die Pinienkerne musst du dir extra kaufen. Ja, oder das sind nur 3 Stück drin, weil ja. Pinienkerne sind ja mega teuer. Wollte ich ja letztens kaufen, hat die Packung 6 Euro gekostet. Wie sie guckt. Oh, in rosa! Wow! Da ran oder was? Achso, ist das anders? Ah. Oh nee, ist das falsch. Das ist für die mit Dings, mit Haken. Also mit. Ja, du bist. Und das andere? Wahrscheinlich auch. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Oh, ja, dann nimm mal. Egal. Ja, dann nur weil du die noch entdeckt hast. Ja, Entschuldigung, weil du unbedingt rosa wolltest. Oh. Leonie denkt sich auch. Hä? Ich weiß, das Ding kann was ich auch. Was machen die? So ein Chaos. Das ist das Richtige. So, Papi macht das hier dran, ja? Super. So. Wir schaffen es. Superman. Heute. Guck. Achso, ich muss den Autoschlüssel suchen. Jetzt bist du halt unten. Ja! Der ist da unten und hat ihn da reingeschmissen. Der kleine Piep. Nein. Ich habe jetzt gerade den Futter gemacht und habe die Kartoffeln rausgeholt und es hat so nach Fisch gestunken, da muss irgendeine verfault sein. Schatz, ich muss gucken, weil das ist eklig, weil sonst riecht der ganze Raum nach verfaultem Fisch. Ja. Ich will noch mal nicht. Riech mal an der Tüte? Nein, mach ich nicht. Ja. Boah, oh Gott, ist das eklig. Ich muss die ganzen Kartoffeln durchsuchen. Am besten wir nehmen eine Schüssel und machen die da rein. Das ist so ein ekliger Geruch. Schatz, hau mir auf einmal auf den Po, ich sag's dir. So, und jetzt? Ich hab dich geheiratet. Das ist eigentlich nicht, warum Männer heiraten, damit ja, sie Frauen auf den Arsch schauen, ohne verhauen sie. So, jetzt guck mal. Da denke ich mir so, oh, voll die schönen Kartoffeln. Das sind auch nicht. Da! Hier. Das war die Rache, dass ich mir auf den Arsch aus der Auto bin. Ja. Das verhaue ich dich. Wie viele betrunkene Arbeitslose willst du mit? Leonie macht hier Randalen. So, was machen deine Eltern? Die sind echt gekloppt, gell? Wir frühstücken jetzt. Ich räume das jetzt alles hier weg. Die Knobis, die sind alle total vertrocknet drin und irgendwie komisch. Den schmeiße ich jetzt weg und mache die neuen rein. Wo sind die Brötchen? Ich mache mal gleich die Brötchen auf den Tisch, gell? Wir haben ja noch von gestern ganz viel Essen, also ich muss heute nichts kochen. Hier ist Wurstsalat von gestern Abend, den können wir jetzt essen. Hier ist Mittagessen, Reis mit Gemüse. Ja, das ist auch mal schön. So, wir frühstücken jetzt. All dry zusammen. Leonie fällt alles runter. Reis mit Lachs hier. So, hier ist noch der Fleischsalat von gestern. Wurstsalat. Oh,
halt auch mit einer Hand. Ja. So, ich habe jetzt gerade geheult vor Lachen oben beim Schneiden. Oh, voll toll. Es war so lustig, weil wir hatten einen Kartoffelsack mit einer verfaulten Kartoffel und die ganze Tüte, wo der Einkauf drin war, und der ganze Einkauf hat nach Fisch gestunken. Wir haben die Tüte weggeschmissen. Komplette Tüte weggeschmissen, das Zeug hat gestunken. Oh, das war so eklig. Und ich habe jetzt gerade das Video geschnitten oben. Das rendert jetzt, Kleine schläft. Und ein paar Telefonate geführt und mache jetzt Kaffee. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? Kurz nach 12. Genau. Bald sind ja Ferien, der Lukas. Ja gut, beide Kinder waren heute richtig motiviert, denn noch 3 Tage, dann sind endlich Ferien. Aber wir fahren ja erst Mitte August fahren wir erst weg. Also noch ein paar Tage müssen wir warten. Kannst schon kaum erwarten, dass es losgeht. Wir freuen uns so riesig auf den Urlaub. Hoffentlich kommt nichts dazwischen. Irgendwelche neuen Corona-Regeln oder sonst was. So, Lukas ist jetzt auch mittlerweile da. Ich habe jetzt hier den Schnulli gefunden von Nook. Der hat ja hier so ein Teilchen. Da kann man die falsche Schnullkette hier dran machen und einfach in die Wickeltasche. Falls wir den anderen Schnulli verlieren, haben wir wenigstens einen Ersatzschnulli. Okay, so machen wir das. Ich will den haben. Den mag sie nicht, die spuckt die gleich wieder auf. Ist ja auch okay. Hm? Ist ja auch okay, mein Schatz. Ja? Ich mache jetzt Kaffee für uns. Cappuccino, diese neue hier vom Kaufland, der ist richtig gut. Und da gibt es ja Kuchen, den schneide ich jetzt mal, aber da er so trocken ist, halt. Mache ich wie gestern diese leckere türkische Creme. Da braucht ihr nur Milch, 200 Milliliter, und mixt es zusammen mit dieser Packung und das war's schon. Also voll schnell, nächstes Mal mache ich irgendwas. Also so eine Creme auf die Torte, weil es einfach so schön zum Verschmieren ist. Es wird so fest, wenn man es im Kühlschrank hat. Richtig cool für Torten, kann ich euch echt empfehlen. Werde ich nochmal auf jeden Fall holen. So, Sevas Geburtstag gleich dann. Ja, also jetzt schon fertig. Es geht wirklich voll schnell. Ist jetzt schon so fest. Und sie schmeckt so gut. Sieht ja auch schon voll lecker aus. So, den Rest mache ich im Kühlschrank. Hm. Lecker. So. Diese Kamera ist echt komisch. Die fokussiert nur, wenn sie Lust hat. Ach, das gibt's doch nicht. Die Selina ist jetzt auch da. Die hat heute nämlich nochmal Mittagsschule vor den Ferien. Und wir haben jetzt gedacht, das sehe ich so schlimm aus, dass es nicht fokussiert. Wir haben jetzt gedacht, wir fahren kurz zusammen mit der Kleinen in Mixmarkt und holen diese Suppen für abends, weil wir kriegen abends immer Hunger und wollen irgendwas Schnelles essen und die Suppen sind echt mega lecker und ja, praktisch. Ich brauche Schuhe. So, sind wir in Mixmarkt. Selina. Mit Käse, oder? Holt sich Kappe noch, ja. Boah, ich kann toll sein. Und wenn wir schon hier sind, ne? Oh, die gibt's ja gar nicht. Ah doch, da. Die sind so lecker. Aber hier gibt's auch Wunsche, was ist das? Schokoladove, aber nur 6, weil mein Bauch ist schon fett genug. Und dann die Suppen. Deswegen sind wir ja da. Wegen den Suppen. Wir packen mal alles in den Kinderwagen, oder? Nur darauf achten, weil letztes Mal haben wir ja die Schafen. Oh, das waren meine Knie. Das waren die Schafen und die daneben sind nicht scharf, gell? Stimmt's? Ja, sicher, da drauf. Ja. Ja, ich hab's letztes Mal nicht gesehen. Und was ist das? Nach Hausart. Nach Hausart. Das wollen wir auch mal probieren. Das mit diesem Selbstgeschmack. Ja, warte. Ich nehme einfach mal so 6 von diesen. Okay. Die können wir doch auch probieren mal. 2 Stück. Das sind ja nur 35 Cent. Mausi, was ist los? Hm? Was wolltest du dann? Ach so, diese.
Das könnte doch das hier sein, Frühlingsrollen. Doch, was ist das? Das muss man noch hier rein. Gemüse. Wir sind wieder zu Hause und gleich wird es richtig regnen. Und wahrscheinlich auch Unwetter, also es wurde so vorhergesagt, ne? Ja, die Kleine hat damit gespielt. Wir haben jetzt ganz viele Eissorten gekauft, die haben nämlich auch 45 Cent gekostet und die sind ja richtig lecker. Von den Russen. Die haben richtig leckeres Eis. Ich zeig's euch mal. Selina. Ach, das haben wir schon gezeigt, oder Riese? Ja. Warte mal, ich pack mal alles aus. Eine Riesentüte. Den ganzen Zeug. Moment, ich kipp einfach mal um. Zack. Und ich glaube es einfach nicht. Ich suche ja schon immer Bananeneis. Überall, in welchen Laden ich auch bin, ich suche Bananeneis von früher. Also, ich habe als Kind immer so ein Bananeneis gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gab es an der Tankstelle. Sah aus wie eine Banane, war mit Schokolade drüber. Und das war so lecker, das gibt's nicht mehr. Und jetzt habe ich im russischen Laden tatsächlich Bananeneis entdeckt. Deswegen habe ich gleich drei genommen. Dreimal Bananeneis. Bin so gespannt, wie es schmeckt. Dann dreimal von diesem hier. Sieht aus wie so ein Mohrenkopf mit Erdbeerfüllung. Auch mega lecker aus. Dann habe ich zweimal so ein Eis. Hat hier so meine Auswahl. Ja, die sehen irgendwie alle gut aus. Ja, gut, mal habt ihr ja schon gesehen. Habe ich ganz viele mitgenommen und die leckeren Teile. Genau, das war's. Das sieht ja lecker aus. Spaß. Ja, mit dem Maskenmund. Oh, so, es gibt Abendessen. Hast du einen seriösen Sturz unseres Geräts gestern erzählt? Nee, habe ich nicht. Willst du das erzählen? Du bist böse. Nimm mal die Kamera und erzähl mal. Warte, ich hol mal das raus. Ich brauche das Ende. Ja, was soll ich erzählen? Unser Brotbackautomat hat sich verselbstständigt und lag plötzlich da auf dem Boden. Ja. Keiner weiß, wie der dahin gewandert ist. So viel Platz, weil ich habe eine Insta-Story gemacht. Ich habe extra noch geguckt. So viel Platz und der ist gewandert. Ja. Wie geht das? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich sind wir verflucht. Das war irgendwie unheimlich. Wer war das? Martha, wem hast du schon wieder was gemacht? Aber er funktioniert, Gott sei Dank. Ja, der backt jetzt besser als vorher. Also lasst alle eure Backautomaten einmal runterfallen. Ungefähr 1,50 Meter. So, soll ich dir jetzt auch drauf machen? Nein, aber danke. Zeig mal in den Topf. Ja, ich zeig mal in den Topf. Reis mit Gemüse von gestern. Ja, lecker. Ja. So, ich werde jetzt mal was anderes machen. Dann machen wir eine Suppe. Ja, bis später. So, wir haben jetzt aufgegessen. Das ist irgendwie so ein chaotischer Vlog heute. Voll Quatsch nur. Oh. Ihr Lieben, ich würde mich von euch verabschieden für heute und wie viel Uhr ist es denn? Viel zu früh. 17 Uhr, aber trotzdem. Ich bin irgendwie voll müde heute, ich weiß nicht. Ja, dann also, wird. Ich danke euch fürs Zuschauen wie immer und bis morgen. Tschüss.